Gott. Ich will euch meine Geburtstagsgeschenke zeigen. Weil ich unbedingt noch ein Video drehen wollte, weil die Sonne draußen so schön ist. Das kann ich mir nicht nehmen lassen. Ich fange mal an. Ich habe da die ganzen, nicht alles, aber ich habe da einen Großteil auf meiner Schoß liegen. Und ich habe Angst, dass da was runterfällt. Ich war bei einer Freundin an meinem Geburtstag. Und sie hat da für uns gekocht und hat mir dann die Geschenke gegeben. Und da waren dabei drei Masken. Ich zeige euch die mal in... Na, einmal eine Granatapfel. Dann eine grüner Tee, wo ein Haar von mir umklebt. Sehr geil. Natürlich ohne Haarbeilage. So, grüner Tee. Sieht so aus. Und eine Shea Butter. Dann hat sie mir noch dazu geschenkt und da war ich bin so verliebt in diese Eier. Ich habe die noch gar nicht auspackt, weil ich bin so dolpert. Ich habe nämlich ein Ei auch und das lasse ich immer fallen. Könnte man falsch verstehen. Aber ich habe ein Ei auch und lasse immer fallen. Und bei der Avocado habe ich halt Angst, dass ich sie fallen lasse. Das ist eine Eieruhr als Avocado. Noch besser geht's gar nicht. Ich bin so verliebt in diese Eieruhr. Ich habe nur Angst, dass sie mir runterknallt. Dann hat sie mir noch ein paar Socken geschenkt. Mit Lippen. Passen, da könnte es glaube ich eh nicht sein. Und eine Tasse mit Sailor Moon. Und in die bin ich so verliebt. In die bin ich so verliebt. Die noch gar nicht auspackt und noch gar nicht probiert. Weil ich Angst habe, dass ich sie kaputt mache. Also wenn es kalt ist, die Tasse sieht so aus. Wenn sie warm wird, sieht sie so aus. Also ich bin so verliebt. Ich bin so verliebt. Dann hat sie mir noch... das ist alles schon so staubig, weil ich das extra stehen lassen habe, damit ich euch das in einem Video zeigen kann. Ich bin echt gestört. Sie hat mir meinen Lieblingskaffee dazu geschenkt. Den Marzipan-Kaffee. Von Niederegger heißt das, glaube ich. Wenn man das so ausspricht. Ja. Ich liebe den. Ich habe den schon so lange nicht mehr gehabt. Und sie weiß, dass ich Marzipan liebe. Deswegen hat sie mir den dazugegeben. Dann, und ich hoffe, das war jetzt alles. Ich glaube schon. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich glaube, das war alles. Habe ich noch einen Nagellackentferner von ihr gekriegt. Weil ich habe von denen geredet, dass ich den unbedingt testen will. Und sie hat gesagt, sie hat sich ihn gekauft und deswegen hat sie mir ihn dazugegeben. Ich bin so hibbelig schon wieder. Ja. Eine andere Freundin von mir, die was in dem Jahr auch heiratet, von der ich auch im Live-Video erzählt habe. Die hat mir auch eine Tasse geschenkt. Ich zeig's euch, da muss ich nicht mehr sagen. Ich glaube, ich sterbe. ich glaube, ich sterbe. Das ist von... Die habe ich nämlich auf Facebook postet. Und sie hat gleich gemeint, na, vielleicht schenkt die mir ja jemand. Und ich hab gar nicht gerechnet damit, dass sie mir das schenkt. Aber ich war echt happy drüber. Echt happy drüber. Ich habe nur Angst, dass sie mir runterfällt. Geben wir sie lieber woanders hin. So. Eine Arbeitskollegin von mir hat mir, das ist sogar noch einpackt, hat mir von Asam das Sunny Orange Peeling geschenkt. Weil ich gesagt habe, dass ich das so gerne mag, hat sie mir das geschenkt. Verrückte Nudel. Aber ich liebe das wirklich. Also ich benutze gerade das Vanille aktuell, also weil ich es aufbrauchen will. Und das ist auch gut. Am Anfang konnte ich mit dem Vanille nicht so viel anfangen, aber jetzt mag ich beide. Und es gibt ja viel, viel mehr Sorten. Und ich will unbedingt noch schauen, ob ich nicht die anderen Sorten auch kriege. Aber jetzt muss ich erstmal was aufbrauchen. Am übertriebensten, ich meine, die Bitty hat es ja schon übertrieben gehabt, aber die Vivi hat noch einen draufgesetzt. Sie hat mir nämlich ein Paket zukommen lassen und wie wir sich drauf haben, hat sie mir auch noch ein paar Sachen geschenkt. Sie hat mir einmal das Duschgel geschenkt, was ich in einem aufgebraucht Video gezeigt habe. Weil sie gewusst hat, ich will das unbedingt wieder haben. Ich bin so hibbelig. Dann hat sie mir eine Handcreme dazu geschenkt. Da hat sie aber geglaubt, sie hat das Duschgel bestellt, aber das macht nichts. Ich muss eben meine Handcremes aussortieren und dann werde ich schauen, dass ich ein bisschen was verbrauche. Zeit würde es werden, würde ich jetzt mal sagen, aber wir werden mal gucken, ne? Dann habe ich hier noch ein Duschgel von Dermacool. Das andere war nämlich auch von Dermacool, was ich euch gezeigt habe. Wenn man ein aufgebrauchtes Video gesehen hat, wird das eh wissen. Da hat sie mir das Grape and Lime bestellt. Das fand ich so geil. Ich habe daran noch gar nicht gerochen. Das Melone, was sie mir geschenkt hat, das kenne ich nämlich. Das riecht wie ein Duschgel, was ich mal hatte. Das riecht echt genial. Das riecht wirklich genial. Die zwei hat sie mir auch noch geschenkt. Bin ganz sprachlos, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll, weil die mir so viel geschenkt haben. Dann hat sie mir noch die Masken dazu geschenkt. Die Kaffee. Die Schoko. Und die Banane. Auf die bin ich sehr gespannt. Die sehe ich immer auf Instagram. Ich bin so gespannt, wie die sind. Dann hat sie mir noch eine Kollagen-Aloe-Vera-Maske geschenkt. Die ist so verrückt. Für ihren Geburtstag muss ich mir unbedingt irgendwas Verrücktes einfallen lassen, weil sonst...
Ein paar Sachen sind es noch. Sie hat mir ein Cushion Blush geschenkt. Ich habe es mir noch gar nicht angeschaut, weil ich will es noch nicht öffnen. Man kann ja eh nicht wirklich viel Blush tragen zurzeit, deswegen bringt sich das ja nicht so viel. Sehr viele Proben hat sie mir geschenkt, da komme ich gleich dazu. Und ein Paket mit Masken. Das ist eigentlich ein Schaf, aber ich finde das schon den Sparky so ähnlich. Und ich habe mich so verliebt, wie ich das gesehen habe und habe gesagt, oh mein Gott, schau, wie das ausschaut, schaut aus wie der Sparky. Schaut er wirklich aus wie Sparky, oder? Ich meine, abgesehen, dass es ein Schaf ist, aber er schaut fast aus wie Sparky. Und das Coole ist, dass da oben ist, glaube ich, sogar... Na, warte, doch nicht da oben. Da gibt es so eine Art Lesezeichen auch da drinnen. Das ist echt cool. Da. Dann habe ich Spooky Nater in meinem Buch. Also für mich ist das das Spooky. Weiß nicht, wie es bei euch ist, aber für mich ist das Sparky, auch wenn es ein Schaf ist. Ist mir vollkommen egal. Weil das nicht gereicht hat, hat die Verrückte mir auch noch ein Paket geschickt. Und da war drinnen auch eine Probe, die kann ich euch so schon mal zeigen, eine Reinigung. Und dieses Paket hier, wo ich mir dachte, was ist das? Es ist ein Rituals Set. Verrückt, oder? Echt verrückt. Ich war richtig baff, wie ich das gesehen habe. Wirklich baff. Und weil das ja noch nicht reicht, hat sie mir einen Charlotte Tilbury Lippenstift geschenkt. Ich bin halbwegs hyperventiliert, wie ich den gesehen habe. Es ist auch, glaube ich, noch exakt die Farbe, ja, Red Carpet Red. Es ist exakt die Farbe, die ich in einem Video oben hatte, wo ich gesagt habe, ich bin von der Farbe so begeistert. Ich traue mich gar nichts mehr in den Videos sagen, weil meine Freunde schauen sich ja auch die Videos an und da kriege ich richtig Panik. Hier. Und ich muss unbedingt meine Lippenstifte und Lipgloss aussortieren, damit ich nur noch welche habe. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber ich will nur noch ein paar haben, wo ich weiß, dass ich die auch verwende. Weil ich finde das schade, wenn ich jetzt so viele habe, so wie den, weil der ist ja wirklich super. Oder gerade die, die ich gerade oben habe. Also das ist gemischt ein Lavera mit einem Too Faced Lippenstift, weil ich halt unbedingt die anderen verwenden will. Und es wird Zeit, dass ich ein paar verwende. Ich meine, jetzt mit dem Corona wegen der Maske ist halt ein bisschen blöd, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Entschuldigung, wenn die ganze Zeit mein Handy läutet. Ich bin sehr gefragt, so wie es ausschaut. So, ich habe es gerade auf lautlos gedreht, sehr spät, gerade am Ende des Videos, aber sorry. So, dann habe ich hier noch so viele Proben, die ich euch noch zeigen will. So, die andere habe ich euch eh gezeigt. Wie mache ich das jetzt am besten? So, knallen wir das mal darauf. Also, da ist zuerst eine Duftprobe drin. Den Duft kenne ich gar nicht. Nee, keine Ahnung, kenne ich nicht. Kennt ihr den? Ich kenne den nicht. Schaut sehr hochwertig aus. Die Probe ist weg. Auch geil. das ist der da. Der schaut sehr dunkel aus. Naja. Okay. Ich habe leider den Gucci wieder rum, deswegen kann ich gar nicht probieren. Dann hat sie mir ein paar Proben mitgegeben, wo sie eine Bestellung aufgegeben hat, weil da gibt es einen ganz teuren Duft, der dort günstiger war und sie hat da viele Proben gekriegt. Ich kenne den Duft gar nicht. My Heart? Only Heart? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Dann habe ich hier noch Tom Ford Black Orchid. Auf den bin ich so gespannt. Das sind nämlich nur so Abfüllungen, die man auch kaufen kann auf der Seite. Sie bestellt ja immer auf koreanische Seiten oder auf ganz, ganz eigene Seiten. Ja. Ein Victor and Rolf war auch dabei. Oder ist das Victor and Rolf? Ja. Flower Bomb heißt der. Von denen habe ich schon viel gehört. Ich habe den aber noch nie benutzt, weil wir haben keinen Victor and Rolf, glaube ich. Gibt es das überhaupt bei Müller? Ich glaube schon. Oder? Nein, ich glaube gar nicht. Die ist auch süß. Das ist Snowing Rose heißt das. Das schaut auch süß aus. Die Verpackung ist so niedlich. Und da ist die Probe drin. Und die sieht so aus. Schaut auch voll süß aus. Ich kann dazu halt nichts sagen, weil ich halt nicht weiß, wie die Sachen sind. Das finde ich auch voll interessant. Daily Mild Sun Cream. Das finde ich voll interessant. Die Verpackung hat ein bisschen was von The Balm und Soap and Glory, wenn ihr euch noch an die Sachen erinnert. Soap and Glory hat die geheißen, oder? Ich glaube, Soap and Glory haben die geheißen. Ja, nicht umfallen. Dann, die Marke finde ich gut, von der habe ich schon sehr viele Proben gehabt und die finde ich gar nicht so schlecht. Das ist ein, was ist das? Eine Creme, hoppla. Mit Lichtschutzfaktor 40. Ich brauche eine Brille. Ich brauche wirklich eine Brille. So, da haben wir, was ist das für eine Probe? Yale Marin? Ich kann das gar nicht aussprechen. So sieht das aus. Sie weiß halt, ich bin im Proben-Junkie, jetzt fokussiert das mich da. So, so heißt die. Ich habe keine Ahnung, welcher Duft das ist.
Es wird eh witzig werden. Ich habe nämlich meine ganzen Duftproben jetzt vor kurzem mal zusammengeschlichtet und mal geschaut, was ich noch alles habe. Und ich habe noch sehr viel. Da habe ich noch eine Duft... Ich kann halt wirklich nicht viel sagen, weil ich die Marke noch gar nicht kenne. Der heißt so. Ich zeige euch die ja nur in Schnelldurchlauf, weil ich muss die ja sowieso erst probieren, die Sachen. Was ist das? Das schaut sehr schwer aus, die Probe. Oder fühlt sich sehr schwer an. Schick, ne? Aber die Marke sagt mir auch gar nichts. Sagt mir überhaupt nichts. Euch? Mir sagt das überhaupt nichts. Dann habe ich dann noch wieder so eine Lady Caron. Kenne ich gar nicht. Kennt ihr den? Ein paar Düfte kenne ich überhaupt nicht. Ich meine, den Tom Ford kenne ich, weil das ist ja eine gängige Marke, aber... Oh, ich habe sogar eine Kylie-Probe. Es gibt ja von der Kylie Jenner eine Gesichtspflegerei und da habe ich die Feuchtigkeitspflege dazu gekriegt. Ist ja urgeil. Man sieht das überhaupt nicht. Jetzt glaube ich ein bisschen, oder? Das ist urhell, das sieht man gar nicht. Dann habe ich noch einen Toner von dieser... Ich kann die Marke nicht mal aussprechen. Da habe ich aber schon mal ein paar Mal einen Toner gehabt. Und über die freue ich mich extrem. Das ist von Tiffany, das Sheer. Und ich glaube, das ist einer von meinen Lieblingen von Tiffany. Der sieht sowas. Das ist diese eckige Verpackung, was halt ausschaut wie ein Stein von einem Ring. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Und der Sheer, der interessiert mich sehr. Weil das ist einer meiner Lieblinge, glaube ich. Glaube ich. Bild mal ein, es gibt immer eine, oder war das der Intense? Nein, ich glaube, der Intense ist das. Aber egal. Jetzt habe ich eine Probe vom Tiffany. Kriegt man ja auch nicht immer. Ich habe irgendwie die Panik, dass ich irgendwas vergesse, aber ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich glaube. Ja, das war jetzt die Probe im Schnelldurchlauf. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich bin happy über die ganzen Sachen, besonders über die Tassen, also über die Sailor Moon und über die Metal Gear. Ich freue mich über beide extrem und über die Eieruhr. Also ich freue mich über alles. Ich habe mit dem gar nicht gerechnet, dass ich wirklich so viel kriege. Aber ich habe mich richtig gefreut. Wirklich gefreut. Ich habe auch noch einen Gutschein gekriegt von meinen Arbeitskollegen. Den zeige ich aber natürlich nicht im Video her, weil da sieht man nicht viel, wo ich einen Friseurbesuch mir ausmachen kann. Online. Da freue ich mich auch schon, weil ich muss unbedingt zum Friseur meine Spitzen oder so schneiden gehen wenigstens. Ich habe auch überlegt, ob ich so ein Ombre oder Balayage machen lassen soll, aber habe ich mir auch wieder anders überlegt. Jetzt, wo ich die Fotos gesehen habe, die, was ich da vor kurzem online gestellt habe, in meiner Story, wo ich die Extensions auch drinnen habe, da sieht man nicht wirklich, dass ich die Extensions drin habe. Deswegen habe ich überlegt, ob ich das nicht lassen soll. Ja. Das war's. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt ein bisschen kurz war. Ich wollte eigentlich dieses Wochenende mehr drehen, aber ich bin nicht wirklich dazu gekommen, weil ich war eigentlich hauptsächlich unterwegs oder habe Besuch bekommen. Deswegen steinigt mich nicht. Nächste Woche will ich dann auch wieder welche drehen. Ich meine, ich habe 4 Tage frei gehabt, habe nur 2 Videos geschafft. Mein Gott. Aber ich habe auch ein Privatleben, also ist ja nicht so. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!